Hi ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute gibt es wieder was Süßes, diese Sesamriegel. Selber machen kommt auf jeden Fall viel, viel günstiger als kaufen. Ich denke, das wissen diejenigen, die sie gerne essen und auch kaufen gehen. Und wenn ihr so viele seid wie wir, kommt es sehr, sehr teuer, dass jeder auch genug bekommt. Also wir lieben sie sehr. Falls es bei euch auch so ist, dann schaut mal zu, wie ich die mache. Es geht sehr, sehr einfach, nur muss man eben schnell arbeiten. Also zuerst werden die Sesam angeröstet, auf der Pfanne, in der Pfanne, nicht auf der Pfanne, auf höchster Stufe. Die genauen Zutaten schreibe ich euch auf in der Infobox unter diesem Video, wie immer. Ihr müsst dabei stehen und immer wieder wenden und auch mit dem Löffel umrühren, Kochlöffel oder irgendein anderer Holzlöffel. Man muss ganz einfach umrühren, bis sie leicht hellbraun werden, alle. Also nicht anbrennen lassen. Sobald ein Körnchen zu dunkel wird, schmeckt es dann auch bitter. Und sobald es anfangen, dann ein bisschen so anzurösten und Farbe zu bekommen, bekommt ihr den Geruch von Popcorn in der Nase. Da die Pfanne sehr heiß ist und die schon leicht hellbraun sind, alle, hebe ich die Pfanne auch vom Herd, weil es kann sehr schnell passieren, dass da doch ein paar Körnchen anbrennen. Also hoch mit der Pfanne und umrühren und dann kann man es eh schon in eine Schüssel schütten zum Abkühlen. Weiter geht es dann mit dem Zucker. Jetzt wird der Zucker karamellisiert mit Butter. Einfach umrühren und das Ganze geht auch schnell, also auch dabei bleiben und immer wieder umrühren, dass sich alles gleichmäßig karamellisiert. Sobald nur noch ein paar Bröckchen drinnen sind, auch wieder die Pfanne heben und umrühren. Das wird sich alles schön auflösen, aber nicht anbrennen. Also das ist dann die Zeit, dass man es auch wegstellt. Sobald der Zucker karamellisiert ist, sofort die Sesamkörnchen rein. Umrühren alles. Sobald es umgerührt ist, muss man es auch gleich auf ein Backpapier, also Backpapier am besten gleich, bevor ihr anfangt, überhaupt was zu machen, herrichten. Zwei Stück. Jetzt da aufs eine Backpapier draufschütten und ein wenig aufteilen. Das Ganze muss ganz schnell gehen, denn die Masse zieht ziemlich schnell, wird sie fest. Also umso dünner ihr es ausrollen wollt, umso schneller muss es gehen. Mit der Hand lieber nicht, weil das ist sehr, sehr heiß noch. Also ein zweites Backpapier drüber. Bei mir wird es schon ein wenig fester, weil ich eben immer wieder die Kamera nachrücken musste. Aber das ist egal. Die werden trotzdem sehr, sehr lecker schmecken. Einfach dann mit Nudelholz ausrollen, so dünn man es haben will. Also ideal wäre 2 bis 3 mm. Bei mir sind es jetzt, glaube ich, so 4 bis 5 mm geworden. Aber das stört nicht, weil die kann man sehr leicht abbrechen oder abbeißen. Also man bricht sich nicht den Zahn. Und wer die kennt und liebt, kennt den Geschmack. Also einfach ausrollen und wenn ihr dann die gewünschte Dicke habt, könnt ihr es dann, solange es noch warm ist, zuschneiden. Jetzt, ich bin wieder mit der Kamera nachgerückt, damit ihr es besser sehen könnt, ist schon ein bisschen fester. Also normalerweise gehen die Schritte ruckzuck, also alles nacheinander gleich machen und dann ist die Masse auch noch weicher. Dann kann man sehr schön zuschneiden in Länge, Breite, Form, was man will. Oder man bricht es ganz einfach auseinander,
Wenn es euch egal ist, was für Formen das sie haben, könnt ihr es auch abkühlen lassen und dann einfach auseinanderbrechen, ansonsten noch warm zuschneiden. Einigermaßen werde ich auch so Stängelchen hinkriegen, da es noch nicht so abgekühlt ist, aber ist schon fast so weit. Trotzdem habe ich jetzt Stängelchen hinbekommen. Aber nur, dass ihr dann wisst, wenn ihr macht, die Schritte werden schnell, schnell gemacht. Und solange es warm ist, einfach schön zuschneiden, so wie es euch gefällt. Nun, ich hoffe, dass euch das Rezept gefällt, dass der eine oder andere nachmacht, wenn ihr diese Süßigkeit liebt. Und wie ihr wisst, die sind sehr teuer, wenn man viel davon essen will. Also es ist sehr, sehr günstig und es ist auch schnell gemacht und ganz einfach. Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben. Wenn nicht, Daumen nach unten. Seid ihr zufrieden mit meinen Rezepten und mit mir, empfehlt mich weiter. Besucht mich auch auf Facebook. Und es tut mir leid, das Rezept kommt ein wenig später. Da wir eben am Umziehen sind und zwischen vielen Kartons sind, aber ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Bussal!